Ich krieg so was Kotzen in diesem Gebiet hier. So, ich habe jetzt hier noch den Gang gefunden, wo wir ja noch nicht durchgegangen sind. Ist mir eingefallen. Und ja, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ey, das kotzt mich hier so an in diesem Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Hier sieht alles gleich aus. Und ja, das ist ein absoluter Albtraum hier. Übrigens, ja, willkommen, mein Name ist der Niro LP. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das ist ein Geschütz. So. Schärfen. Super. Wenn mich das nicht irgendwo hinführt, ne, wo es richtig ist. Ich schwör bei Gott. Der Ort ist so kacke, ich will hier raus. Ich will das hier schaffen. Vorhin schon ein bisschen aufgenommen, so ein 20 Minuten Part. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Keine Ahnung, wo ich schon war. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ey, ich will einfach da raus. Er interessiert mich ja gar nicht hier, die ganze Geschichte. Ich stand direkt unter den Typen. Sie waren nur irgendwie so 18 Dinger irgendwie so von mir entfernt und so. Ich weiß nicht, wie ich zu ihnen hinkommen soll. Ich kann die schon sehen, wie die sich bewegen, deren Fadenkreuze hier. Die roten Marker, was weiß ich. Und ich komme irgendwie nicht zu ihnen hin. Das ist so zum Kotzen. Oh. Was? Sag mir das, hier ist richtig, sonst krieg ich echt das Kotzen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ding sagt mir die ganze Zeit, ich soll reingehen, dann sagt es mir, ich soll rausgehen. Jetzt komme ich wieder raus und ich. Das ist nie im Leben richtig jetzt. Ach. Anchorage, ja, Fallout 3. Die sahen aber nicht so aus, glaube ich. Rüstung. Dann dachte ich irgendwie, ich muss von außen irgendwo rein, aber außen habe ich mich oben gesehen. Hier habe ich auch keine Ahnung, wo ich hin will. Ich will das hier verdammt nochmal schaffen. Aber ich komme ja einfach, ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Bin hier vollkommen draußen irgendwo gelandet. Super. Alter, dieser Ort kotzt mich so an, ne? Oh. Also, ja, jetzt kann ich echt auch noch den ganzen Weg wieder da hochklettern und irgendwie da reingehen. Der Ort ist scheiße, der ist echt scheiße. Entweder das oder ich komme einfach nicht klar mit dem Ort. So, wir folgen jetzt genau dem Ding. Ich folge jetzt das Ding, ja, und gehe jetzt hier rein. So wie der mir das sagt. Vielleicht werdet ihr den Part gar nicht sehen, ey, weil ich hier schon wieder hier voll einen Anfall krieg, ey. Regt mich so auf hier gerade. Ich komme keinen Schritt weiter. Dann denkst du, kommst jetzt hier mal weiter bei diesem verdammten Ghoul, ey. Das bin ich wieder hier. Zum 10.000. Mal. Jetzt folgen wir einfach in der Richtung, der Teil. Immer weiter in der Richtung. Vor allem, ich kann den Aufzug nicht wiederfinden. Nee, ich habe ja überhaupt keine Übersicht von diesem verkackten Ort. Auf die ganze Zeit nur Kreis. Da. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh. Irgendwo da lang. Geht's da irgendwo da lang? Nö, das wäre eine Leiter, aber der sagt mir ja nicht, ich soll die Leiter benutzen. Also nehme ich auch nicht die Leiter. Ja, von irgendwo anders hin, da oben hin. Hier, 27, 26. Ist aber der Tür, aber da soll ich ja nicht durchgehen.
Ist übrigens ein Meisterschloss, Das kann ich dir Schloss sieht sagen. stabil aus. Ich finde den Aufzug auch nicht wieder. Ist der verkackte Aufzug? So, 31, 30, 27, 26, 19, 20. Da waren irgendwo hier die Gule. Irgendwie da lang gegangen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Aber glaube ich auch schon, ne? Wäre auch, ja, dann ist auch nicht weitergebracht irgendwie. Der Sackgasse, komme ich auch nicht weiter. 35, 38. Jetzt entfernen wir uns aus irgendeinem Grund wieder. Jetzt bin ich hier. Wir schon da, wo wir schon mal waren, ey. Kann ich sagen, ey, bin ich echt so verpeilt? Finde ich das hier echt nicht. 32, 33, 9, 28. Können wir näher? Das sieht doch mal neu aus hier. Was zum Teufel war das? Boah, danke. Komm her, Scheiße, du versteckst dich vor mir, du bist tot. Aber endlich mal hier weiterkommen, ey. Boah, na warte. Den Typen bring ich so was von um, ey. In diesem Pisser. Eigentlich, was für eine Frust ich hier durchmachen musste wegen dem Scheiß. Das ist gar kein Schaden. So, Jobade. Boah. Alles, was rechts war. Du bist einfach mal genug. Einfach noch raus, ey. Ich hab die Schnauze voll von diesem Gebiet. Du kannst da durchfahren, echt? Wie sie auch da durch. Also. Fällt ja nicht so viel auf. So, bitte sag mir, dass es das war. Boah, endlich, ey. Krieg so das Kotzen, ey, wenn ich vorher das vorbei ist. Boah, ich habe so lange nach dem gesucht, ey. Ich echt so verpeilt gewesen, ihn zu finden, oder was? Ja, war ja voller Albtraum hier. Er sagt mir, das Gebiet ist jetzt abgeschlossen, ey. Pistole, Kamera auf Bild. Oh, du siehst krass aus. Kronkorken, Patronen. Leicht blau, warte mal. Ich glaube, das ist besser als was. Hab, ne? Nö. Hi. Bin echt halb froh, dass das vorbei ist. Und da haben wir noch einen Gottland, der Perfekt. Baba. Oh, der Fabio. Ja, Jareds Terminal, warum auch nicht? Die ist hier, Christel sei ein Karawane ist in Richtung, bla bla bla. Wenn ihr lesen, wenn ihr wollt, ich will einfach nur hier raus, ganz ehrlich. Einfach nur hier raus.
Hier steht aber, dass die Türme geladen sind und Schaftmunition verschießen. Das ist einer am Leben, ehrlich. Mach ich den auch platt. Ich dachte, ich konnte ihn mitnehmen. Ja, ich habe eine Wackelpuppe, eine Zeitschrift gefunden. Mehr muss ich ja nicht haben. Du komm her. Jetzt wohl gerne, ich von dir noch frecken. Ne? Boah, wer ist denn noch hier? Lass mich jetzt hier einfach raus, ganz ehrlich. Ich meine, alles was recht ist, aber irgendwann ist aber echt genug. Ah, ich will da raus. Lass mich hier raus, bitte. Wo ist der Eingang? Ausgang? Ah, jetzt ist hier einfach, ne? Konntest du mir nicht einfach zu diesem Ort hier einen Marker hin platzieren, ehrlich? Ihr habt die ganze Zeit eine Tür hingeführt und du konntest mir die nicht anzeigen. Boah, ich bin jetzt echt schlecht gelaunt von diesem Ort hier. Müssen wir ändern. Ach so, hier. Okay, ich wollte schon sagen. Und hier bin ich doch schon mal gewesen. Warum konnte ich die Tür nicht öffnen? Ich bin doch schon mal hier drin gewesen. Weiß ich doch genau. Ich habe die Tür auch schon mal benutzt. Dann wurde ich hier von allen fertig gemacht. Warum war die war verschlossen? Oh. So, zurück zu den Siedlern. Ey. Ich habe die Schnauze voll. Wo sind die? Dann sind wir fertig, ja. Ja, einfach hin holen unser Level ab. Und dann tschüss. Wunderbar, ob ich den vorher nicht geschafft habe, weil er scheiße war. Diesen Ort hier. So. Diese Pisser getötet. Hast du die Raider gefunden? Ja. In den Arsch getreten. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Ja, meinetwegen. Ich kann ja Dings. Preston Carway. Sanctuary, oder was? Na. Gut, gehen wir da hin. Geben die Mission ab. Machen irgendwas anderes, was Spaß macht. Oh Gott, ey. Dass wir so viele Party in diesen Ort da verbracht haben, ne? Nicht nur die letzten beiden mit dem hier, sondern auch irgendwann im 10. Part oder was weiß ich, irgendwie so. Oh, ey. Bin ich froh, dass das vorbei ist. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Was ist mit dir los? Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich glaube, willst du jetzt schon wieder von mir? Was mit dem Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin.
Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Nein. Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Genau, Quincy von Bleach. Schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Klingt, als wäre es an der Zeit, dass die Minutemen endgültig verschwinden. Nein, das kann ich nicht zulassen. Das Commonwealth braucht die Minutemen. Taschenlampenlicht anmachen. Jetzt mehr denn je zuvor. Wir brauchen einfach bessere Anführer. Anführer, die das Wohl des Commonwealth über das ihrer kleinen Gruppe stellen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Ich weiß doch gar nichts über die Minutemen. Das ist egal. Die Minutemen der letzten Jahre sind... Was, ich habe die Quest eigentlich gemacht. Wir brauchen keine... Meine Quest ist zu reduzieren. Jetzt kommen wieder welche. Oder Diskussionen darüber, wer das Kommando hat. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Wenn ich der General bin, wo ist dann meine Armee? Sie steht vor dir, fürchte ich. Aber ich habe es ernst gemeint, als ich dich so genannt habe. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es mit mir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Aha. Yay. Okay. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher... Dann drücke ich gerade X, ne? Du alles gesondert hast, dann sprich. Ich ziehe einen Funkleitstrahl und informiere die Sieger darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Eine sehr merkwürdige Stille. So, Level Up kann ich, glaube ich, noch nichts mit anfangen. Ich könnte hier so Dinger holen. Für Waffen bauen und all sowas. Nahkampfwaffen. Rüstungen. Ich würde am liebsten alles herstellen können. Das war erstmal. So. Ja, direkt eine neue Mission. Mein Gott, bald bin ich irgendwie mit irgendjemandem was am machen. So, Sabre Starlight Drive-In. Ehrlich gesagt, keine Lust jetzt. Direkt wieder mich ins Getümmel zu schmeißen. Erkunde die Combat Zone. Mach mal das. Was wahrscheinlich wieder zu einer neuen Quest führen wird, aber was soll's. Ah. Trinity Tower, super. Schon wieder zum Supermutantenturm hinrennen. Das führt uns wahrscheinlich wieder zu einer anderen Quest. Tun sie doch immer. Ja, warte mal, ich brauche, glaube ich, irgendeine andere Fähigkeit noch. Irgendwas herstellen zu können, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Ja, lokaler Anführer da irgendwie so hat, um ein paar Möbel oder so herzustellen, brauche ich, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Liebsten erstmal meine ganzen anderen Sachen hier aufleveln. Deswegen spare ich jetzt erstmal ein paar Punkte. Ja, die Gesundheitsverherstellung stark verringert bei Überleben. Habe ich gemerkt. Bei den anderen nicht, oder was? So. Warum ist das noch so weit?
Psycho-Wechsel. Raider Psycho, was? Alter. Oh. Au. Ich dachte, da wird es ein bisschen mehr bringen. Also Munition finde ich auf jeden Fall sehr viel. In letzter Zeit habe ich das Gefühl. Ja, mit. Nein, schon weil ich Offscreen hier ganzen Dinger noch gefunden habe, ganz Kisten und was weiß ich alles. Aber mit etwas verbesserten Waffen scheint es jetzt zu laufen, ne? Ich frag jedenfalls nicht so schnell jetzt. Hier ist schon wieder ein neuer Ort. Oh, da was zum. Okay, cool. Wir haben schon wieder was Neues gefunden. Bullistenclub. Der Bullistenclub. Boylston. Boylston. Hm? 1000 Mal Entschuldigung. Oh. Ach ja, und ich habe in diesen Dingens Schirm. In diesen Comicladen habe ich alle Zeitschriften so gut wie alle eingesammelt, weil die wiegen ja nichts und deswegen habe ich sie direkt alle mitgenommen. Und hier machen die Bomber für irgendwas. Zweiter Stock. Moment, hier noch. Ich brauche mal unbedingt einen Wackelpuppenständer. Ständer. Weil. Langsam häufen die sich da auch vergifteter Wein. Warum sollte ich den mitnehmen? Woher weiß ich, dass der vergiftet ist? Okay. Eine Bar ist das hier. Hab ich mir schon gedacht. Und was gibt's hier? Ja, ganz ruhig bleiben. Wollten die alle schon sterben? Bürotür? Ich glaube, die wollten sich alle schon das Leben nehmen, bevor die Dingens die Bomben hier einschlagen. Nur eine Zigarre mit, vielleicht ist hier auch was. Was denn die Melone hält noch? Okay, ist vielleicht auch besser, so zu sterben, ne? Obwohl, beim Bomben bist du auch sofort weg, wenn du direkt getroffen wärst. Also ist es so oder so. Grausam. Cool. Cool. Warte mal, stumm. Feuerzeug. Hält Öl. Okay, das bräuchte ich vielleicht. Öl brauche ich auch in letzter Zeit. So, warte mal hier. Wieder mal zum Hacken. Und relativ selten vor hier. Nehmen wir einen Demon. Sehr gut. Ja, mitgeschrieben. Im Bolzenclub wird folgende Person zuteil. Derzeitigen und ehemaligen Präsidenten, Vizepräsidenten, Gouverneure, ehrliche, männliche Nachfahren, Gentleman von sozialer und intellektueller Bedeutung.
Zigarre, Wein aus Asien, monatliche Verkostung, besonders Event. Kostenloses Essen und offenbar für alle Mitglieder, die zum Club schaffen. Ein letzter Toast zum Mitternacht. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Handzettel. Ja, hab ich schon. Wir schließen gleich, Gentlemen. Wenn es sich jemand von Ihnen anders überlegt hat, ist es jetzt an der Zeit zu gehen. James wird Sie nach draußen begleiten. Niemand? Sehr schön. Gentlemen, es war mir eine Ehre. Bevor wir anstoßen, möchte ich einen letzten Toast aussprechen. Auf die Welt, wie sie war. Die Menschheit wird nie wieder etwas Vergleichbares sehen. Herbert. Ja. Ah, sonst ist ja nichts mehr. Boah, das ist hier so. Wenn man noch nicht fertig steht, ich bin schon wieder verdächtig. Scheint alles zu sein, warte. Da ist der Aufzug. Wieso zeigt er mir. Achso, das war der. Ups, weil er da unten ist. Komm schon, ist hier echt nix. Okay, dann nicht. Dann gehen wir wieder. Dann raus hier und zum Combat Zone, falls wir neu erreichen. Dann will ich, wir haben noch 2 Minuten. Kann aber alles passieren, ne? Können wir in der 10-Stunden-Cutscene hier reinlatschen, aus Versehen. Warte mal, das ist nicht gut. Das war witzig. Oh, ich glaube, ich soll gleich mit dem Aufnehmen aufhören. Meine Stimmung ist so in dem Keller wegen dieser Raider-Basis. Ich will aber noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen töten. Na komm. So, wir werden noch 2 Minuten, nur noch 1 Minute. Sei ihm nie wieder. So. So, komm mit, sollen wir es aber noch schaffen. Was auch immer das ist. Komm mit so. Oh, hi. Ich auch. Habe ich ja schon wieder für einen Höllenort entdeckt. Klein. So. Da darf ich mal kurz chillen. Ja, Metallrüstung, ich glaube, schon besser. Au. Oh, ich sehe nicht. Uff. Klingt so süß mit der Pistole. Aber ich sehe dich nicht. Was ist das? So, okay. Da ist die Combat Zone. Ob die von Raynern hier umzingelt ist, keine Ahnung. Aber wir werden mal in der nächsten Folge nachgucken, was es hier mit auf sich hat. Ich bedanke mich dann allererst fürs Zuschauen und sage, warte mal.
Oh, hi. Upsala. War ich das? Ich bedanke mich als Fußschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.